Hallo zu On the Grid. Wir sind heute mit Dr. Peter Pilz von der Liste Pilz im Steirischen Presseclub. Und Sie, Herr Dr. Pilz, haben heute erste Ergebnisse Ihrer Recherche rund um den Zentralspeicherkanal in Graz und das Murkraftwerk präsentiert. Um was geht's dabei? Ja, wir sind darauf gekommen, dass da einiges nicht stimmen kann. Das Murkraftwerksprojekt besteht aus zwei Teilen: aus dem Kraftwerk, das zahlen die Betreiber, und dem zentralen Speicherkanal. Ohne den wird es das Kraftwerk nicht geben. Den müssen die Grazerinnen und Grazer bezahlen. Und ich verstehe nicht, dass der Bürgermeister Nagel dem Murkraftwerk hier ein Geschenk in der Höhe von 70 Millionen Euro macht, in einer schwer verschuldeten Stadt, die für nichts sein Geld hat, offensichtlich aber schon für Geschenke an Kraftwerksbetreiber. Und bei einem Kraftwerk, das ökologisch zerstörerisch ist und wirtschaftlich unsinnig ist, stellt sich schon die Frage, wer profitiert. Und das möchte ich gern wissen. Und ich gehe davon aus, dass auch die Staatsanwaltschaft das wissen will. Deswegen haben Sie heute auch angekündigt, eine Anzeige oder Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Was wird die enthalten? Genau diese Vorwürfe, dass hier Gelder geflossen sind, die niemals aus den Grazer Steuertöpfen an das Murkraftwerk gehen hätten dürfen. Hier besteht der Verdacht der Untreue. Das ist sehr gut begründet. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Jetzt werden wir mal schauen, was die Staatsanwaltschaft herausbringt. Und meine Recherchen gehen natürlich auch weiter. Mein Team nimmt sich jetzt die Immobilienbranche und die Immobilienverflechtungen vor. Und wir wollen wissen, ob Nagel nicht nur der Schutzpatron des Kraftwerks, sondern auch der Schutzpatron der Immobilienspekulanten ist. Und möglicherweise auch selbst irgendwie involviert ist. Das werden wir sehen. Das schauen wir uns ganz genau an. Namentlich SA Immobilien. Wir haben darüber letztes Jahr schon berichtet. Zum Abschluss noch ein paar Fragen zu Ihnen selbst. Sie sind jetzt seit einem Monat wieder im Nationalrat. Wie geht es Ihnen dabei? Mario Kunasek hat im April noch Sie vermisst. Haben Sie sich mit ihm schon getroffen? Nein, aber wir werden uns ja im Untersuchungsausschuss treffen, da werden wir ihn laden und da wird er unter Zeugenpflicht auch meine Fragen beantworten. Sonst noch, ich bin froh, dass ich wieder im Parlament bin und jetzt den Auftrag meiner Wählerinnen und Wähler erfüllen kann. Ich merke, dass die Regierung schon ein bisschen nervös geworden ist, weil sie wissen, jetzt gibt es die schärfste Kontrolle, die in Österreich möglich ist. Dafür steht unsere Liste, nicht nur ich persönlich, sondern wir alle gemeinsam. Und wir zeigen, wie man den Mächtigen auf die Finger schaut. Und Ihre Liste ist ja doch etwas in Turbulenzen geraten zuletzt. Wie wollen Sie da sozusagen jetzt die Wogen glätten? Wollen Sie da jetzt als vereinendes Element innerhalb der Liste Bilds auch wieder verstärkt auftreten? Na, wir haben tolle Abgeordnete, das war ja nie unser Problem. Aber jetzt geht es darum, dass wir die Kräfte bündeln und zeigen, was wir alles können. Und da sind wir mitten dabei. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Wenn wir auf Touren kommen und da sind wir gerade dabei, dann kann sich die Regierung warm anziehen. Der Herbst wird der Herbst der Kontrolle und der Herbst der Opposition. Der Bundeskanzler spürt das schon, er ist sichtlich nervös geworden. Wir gehen es jetzt an. Herzlichen Dank und viel Glück und einen schönen Sommer. Okay. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.